Geschätzte Ehrengäste, liebe Mädchen und Buben, liebe Eltern und sehr geehrte Damen und Herren, weil ich vor 30 Jahren die Musikhauptschule gegründet habe, bin ich ersucht worden, heute das Wort zu ergreifen. Musikfest, diese Bezeichnung wählte ich damals für die Schulschlussveranstaltungen des ersten Jahres, weil es ein Fest für die Musik und mit Musik sein soll. Warum habe ich die Musikhauptschule gegründet? In den 70er Jahren haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass eine verstärkte Musikerziehung vielfache Vorteile für die Heranwachsenden bringt. Nach ersten Schulversuchen in Graz wurde 1973 die Hauptschule mit besonderer Berücksichtigung der musikalischen Ausbildung zu einer offiziellen Sonderform gesetzlich verankert. Als ich 1980 Direktor wurde, habe ich die Idee aufgegriffen und beim Bezirksschulrat vorgebracht, weil ich der Meinung war, dass es auch bei uns viele begabte und interessierte Kinder gibt, deren musikalisches Talent gefördert werden sollte. Die Stadtgemeinde Schering als Schulhalter stellte die Bedingung, dass keine zusätzlichen Kosten entstehen und keine neuen Räume benötigt werden dürfen. Nach der Zustimmung von Schulausschuss, Gemeinderat und Oberösterreichischer Landesregierung konnte mit 1. September 1983 die erste Musikklasse eröffnet werden. Das bedeutete für die Schüler, dass jeder ein Instrument lernt und dass es statt zwei nun 5 bis 6 Musikstunden wöchentlich gibt. Dafür werden bei Zeichnen und Turnen je eine Stunde gestrichen. Die Mehrstunden werden nicht als Belastung empfunden, weil bekanntlich etwas, was man gerne macht, keine Belastung bedeutet. Schering war damals die 8. Musikhauptschule in Oberösterreich von jetzt 25 und die 33. in ganz Österreich von jetzt 96. Über die Sinngebung ließe sich sehr viel sagen. Ich fasse kurz zusammen. Die intensive musikalische Betätigung bringt viele positive Einflüsse für die Jugendlichen. Sie zeigen sich in verstärkter Persönlichkeitsbildung, in gemeinsamen Erfolgserlebnissen, im sensiblen Einordnen in die Gemeinschaft und in aktiver Freizeitgestaltung. Wichtig ist vor allem, dass durch die Musik die Gefühlswelt der jungen Menschen in hohem Maße angesprochen wird. Die fast nur auf kognitives Lernen ausgerichtete Schule braucht ja unbedingt dieses Gegengewicht bzw. den Ausgleich. Bei vielen Schülern hört die musikalische Betätigung nicht mit dem Schulabgang auf. Sie bleibt in ihrem Leben ein positives Element. Das Besondere und Schöne an der Musik ist, dass man nicht nur selbst Freude am Singen und Musizieren hat, sondern dass man anderen, den Zuhörern, mit Freude bereiten kann. Die Aktivitäten über den Unterricht hinaus bringen für die Musikhauptschüler Konzert- und Theaterbesuche, Gestaltung von Konzerten, Musicals und Gottesdiensten, Tonträgeraufnahmen, Austausch mit anderen Musikhauptschulen, so Meran und Rußdorf. Für Rußdorf wurde unsere Musikhauptschule zum Vorbild und so wurde dort 2003 die erste Musikhauptschule von Bayern errichtet. Durch die vorbildliche Arbeit stellten sich auch Erfolge bei Wettbewerben ein. Das Orchester erreichte 15 Mal einen ausgezeichneten Erfolg, der Chor ebenfalls 15 Mal ausgezeichnet bei Landesjugendsingen und 5 Mal Teilnahme am Bundesjugendsingen. Unsere Musikhauptschüler kamen 3 Mal ins Prima La Musica Finale. Unsere Scheringer waren die Musikhauptschule von Oberösterreich, die am öftesten von allen Musikhauptschulen Oberösterreichs bei Bundesjugendsingen vertreten war. Grundlage und Voraussetzung für solche hervorragenden Leistungen sind engagierte Musiklehrer, deren Leistungen weit über das normale Stundenmaß der Lehrverpflichtung hinausgehen. Sie können die Schüler motivieren und begeistern. Nur wer selber brennt, kann andere entzünden. Das gilt hier sicher. Und ich glaube, dass unsere Musiklehrer an dieser Stelle auch einen kräftigen Dankesapplaus verdient haben.
dass die Musikhauptschule, die ich vor 30 Jahren mit großer Begeisterung aufgebaut und dann 17 Jahre mit vollem Einsatz geleitet habe, nun als Musikmittelschule durch schulpolitische Entscheidungen die Selbstständigkeit verliert, trifft mich schwer. Ich hoffe und wünsche aber, dass die Musik an dieser Schule weiterhin blüht und gedeiht. Möge für die Zukunft der leicht abgewandelte Text eines bekannten Kanons gelten: Himmel und Erde müssen vergehen, aber die Musik bleibt bestehen.